Komm, keine wir machen das nochmal professionell. Ich sag, ich bin, und dann sagst du Stefan, und dann sagst du, und ich bin, und dann sag ich Joseph. Wir probieren das mal. Ich bin... Stefan? Ich bin... Joseph. Und gemeinsam sind wir... Josephine! Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das müssen wir rausschneiden. Aber ganz ehrlich, wer wollte das nicht auch schon mal machen? Das wollte doch jeder schon mal machen, oder? Ich, das ist so wie Cheerleaders oder so in der Schule. Vielen Dank für 100... Ich bin fertig wie Hula-Hoop. Nein, kein Hula-Hoop heute. Wir setzen uns jetzt schön hier hin und machen unser Danke-Video. Mach den Ring weg. Wir messen heute den Kalorienverbrauch. Wir wollten ein Dankeschön-Video machen. Nee. Nur 10 Minuten. Nein. 5 Minuten. Komm, du sitzt hier neben mich. Nee, wir machen ein Dankeschön. Ja, danke für 100 Abonnenten. Dieses Video mussten wir einfach machen. Wir haben da so Lust drauf gehabt. Und jetzt vor kurzem haben wir es gesehen bei YouTube. Zum ersten Mal dreistellig. 100 Abonnenten. Die 98 und die 99, die waren so lange da gewesen. Auch über die haben wir uns natürlich gefreut. Aber natürlich noch mehr über die 100. Also danke dir, dass du höchstwahrscheinlich bei uns, bei unserem Kanal Josufit, bei unserem brandneuen Kanal auf Abonnieren gedrückt hast. Und wir haben richtig krass gefeiert, als wir dort gesehen haben, 100 Abonnenten. Mega, mega cool. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß, es war, keine Ahnung, spät am 23 Uhr oder so diese Woche. Ja. Und dann saßen wir einfach da und man kriegt immer so ein E-Mail, wenn jemand dich abonniert, wenn jemand kommentiert und wir beide so ein Abonnent und wir wussten ungefähr, dass wir in 98, 99 waren und wir beide so nein und dann haben wir einfach geguckt und das waren halt, es waren wirklich Freudetränen da, weil man sich freut natürlich, wenn man halt so einen Meilenstein schafft, ne? So dieses 100, diese dreistellige Zahl, dieses einfach stell dir, wir sagen immer wieder, stell dir einen Raum mit 100 Leuten vor. Das ist so viele Menschen, also so viele Menschen, die wir mit unseren Videos zweimal die Woche erreichen, so viele Menschen, die uns immer ab und zu was schreiben, das ist einfach ein sehr schönes Gefühl von Dankbarkeit, von Erfolg, von Schritt für Schritt, weil von nichts kommt ja nichts. Ne? Und ich wollte auch nicht, dass es einfach auf einmal super schnell alles geht und durch die Decke geht, weil man muss sich ein bisschen anstrengen. Also man muss ein bisschen hart arbeiten, dann genießt du das halt mehr. Ein bisschen. Ein bisschen. Genau, also richtig. Ja. Also wir haben uns auch über den ersten Abonnenten gefreut, über den zweiten, den dritten, über die 10. Die haben wir natürlich intern auch ziemlich krass gefeiert. Dann waren es 15. Es ging dann irgendwie so schnell. Ja. Dann waren wir auf einmal bei 100 gewesen. Und was die Josu gerade gesagt hat, man muss schon fleißig sein. Das haben wir auch von Anfang an ein Stück weit so geplant. Warum sage ich das? Weil wir haben jetzt auf unseren privaten Accounts, sage ich mal, jetzt nirgendwo rum erzählt, wir machen Hula-Hoop-Videos oder Fitness, Lifestyle-Vlog, wie auch immer man diese ganze Geschichte nennen will, weil wir eben auch niemanden damit nerven wollten. Also wir wollten nur, dass uns auch wirklich Menschen wie du folgen, die auch Interesse irgendwo daran haben, an den Sachen, die wir machen, eben Fitness, Ernährung, Lettering, einfach mal ein Video, wo wir beide quatschen für unsere Plauderecke, all diese Sachen. Und da war es für uns jetzt eben auch so faszinierend gewesen und ein richtig krasser Meilenstein, diese 100 Abonnenten, weil das war für uns auch so ein Signal des Universums, hey, ihr seid auf dem richtigen Weg, 22 kommt, steht direkt vor der Tür. Ihr habt jetzt innerhalb von ein paar Monaten dort 100 Abonnenten bekommen und die Richtung für uns, die steht ganz klar fest, dass wir dort auf jeden Fall natürlich weitermachen und weiterhin richtig, richtig coolen Content produzieren. Ja, und das ist gar nicht so einfach, wie du dir vielleicht vorstellst, ne? Weil du siehst am Ende ein fertiges Produkt, du siehst am Ende ein Video, aber alles, was dahinter steckt, die ganze Recherche, die ganze Sachen so nach dem Motto, was wollen die Menschen gucken, was macht uns überhaupt Google Spaß? Google Keyword-Recherche. Das ist einfach... Ja, es ist einfach harte Arbeit und du darfst auch nicht vergessen, dass ich zum Beispiel mein Master mache, dann mache ich noch einen Ausbildung oder einen Fachkurs in Mediation, dann gehe ich noch Vollzeit arbeiten, Stefan hat auch seine Baustellen und trotzdem sind wir für dich zweimal die Woche da. Und das war nicht immer einfach, das war nicht immer voll leicht, also es gab manche
Monate oder Woche, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr, also ich will nicht zweimal, sondern nur einmal und komm, aber wir beide... Wir posten ja mal ein Video Mittwoch um 10 ja. und eins Sonntag um 10. Ja. So, das ist vielleicht der Stopp. Genau. Und das machen wir so, seitdem wir mit diesem Kanal gestartet sind. Ja. Da gab es natürlich Zeiten, da ging es eher schlecht oder es war irgendwas oder ja. andere Herausforderungen waren ja. wichtiger. Da bin ich dann eben eingesprungen und habe auch liebend gerne Videos gemacht, die uns mega viel Spaß machen. Und andersrum, genauso wo ich meine Zeit hatte, mal, weiß nicht, ein, zwei Wochen krank oder was auch immer, hat die Josse durchgezogen. Danke dafür an dieser Stelle. Und das machen wir natürlich gern, weil eure tollen Kommentare, die ganzen Gefällt-mir-Angaben, die geben uns dort so viel Kraft, weiterzumachen auf jeden Fall. Und deswegen, das wollte ich sagen, es war nicht einfach, aber wir freuen uns mit jeder Video, wir freuen uns mit jedem Schritt nach vorne, wir freuen uns über jeden Kommentar. Es macht einfach nur viel Spaß und dass wir das zusammen als Paar machen, ne? Das ist quasi unser kleines Baby, die wir quasi halt wachsen sehen. Es macht halt unglaublich viel Spaß, weil wir beide so selbstständig sind, sowohl privat als auch beruflich, und da haben wir halt sehr viel vor. Und dass wir halt dieses gemeinsame Projekt haben, ist auch cool, weil da verbringen wir auch Zeit zusammen. Genau, vollkommen richtig. Und um nochmal auf das einzugehen, was du vorhin gesagt hast mit der Vorbereitung. Also die Vorbereitung für die Videos ist natürlich immer das, was bei uns am meisten Arbeit ist. Wirst du jetzt wahrscheinlich denken, das interessiert mich ja gar nicht, weil am Ende siehst du nur das Video und da hast du auch vollkommen recht. Aber ja, dieses 100 Abonnenten-Special, einfach mal auch so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, weil ich würde auch mal von uns beiden behaupten, das, was uns dann auch immer Spaß macht, also sowohl ihr als auch mir, sowohl dir als auch mir, ist, wenn wir dann ein Video drehen, also wenn wir jetzt Vlog machen oder so, ist mega cool, wir haben Spaß, das ist schön. Oder wie jetzt, also da quatschen wir so ein bisschen was und haben hier Licht aufgebaut und das ist richtig, richtig cool. Aber das, wo die Zeit eben drauf geht, sage ich mal, als Vorbereitung, Nachbereitung, Videoschneiden und so weiter. Aber deswegen sage ich, ich habe das früher nie verstanden, so diese ganzen YouTuber immer so, drück auf Gefällt mir, lass mir ein Abo da, ich mal so, komm, lass mich in Ruhe mit deinem Zeug. Mittlerweile verstehe ich es. Ja, es ist wirklich so die Belohnung. Nicht, wenn man das nicht selber macht. Ja, also dort ein toller Kommentar. Küsse gehen raus an alle, die uns dort richtig coole Kommentare gegeben haben. Definitiv. Und Gefällt mir. Drücker und all solche Sachen. Ja. Und ja, dieses Video einfach nur, um Danke zu sagen und um zu sagen, wir machen weiter. Wir freuen uns sehr. Wir machen uns Pläne, Konzepte für das kommende Jahr. Ja. Wir haben uns auch mega gefreut, dass dieses Vlog-Video, was wir gemacht haben, richtig gut angekommen ist, weil wir wollen auch mehr Spaziergänge machen. Warum? Weil es mega cool ist, einfach mal so ein bisschen durch die Natur zu laufen. Und dann nehmen wir einfach die Kamera mit und dann gehen wir vielleicht mal hier hin, mal da hin. Du siehst auch mal was anderes, nimmst unsere Gedanken auch noch mit durch deinen Tag. Mhm. Oder am Ende zum Runterkommen, wie auch immer, wann auch immer du die Videos schaust. Ja. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Format, was wir noch ausbauen werden. Ja. So Kochvideos haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Alle unsere Kategorien, ne? Also es gibt so viel zu machen, es gibt so viel zu erzählen. Also wir sind wirklich gar nicht begrenzt in die Möglichkeiten. Deswegen freuen wir uns. Es ist ein neues Jahr, volle Energie, voll Enthusiasmus, voll Power. Wir sind halt, ja, voll dabei und wir wollten einfach nur Danke sagen. Danke für deine Unterstützung, danke für dein Vertrauen. Danke, weil du immer da bist und unsere Videos guckst. Danke, weil du Hula Hoops gekauft hast und auch mit uns Hula Hoop machst. Danke für jeden Kommentar. Danke, danke, danke. Das wollten wir wirklich sagen, weil für viele 100, für uns ist 100 einfach viel zu viel. Und wir wollten einfach nur die ersten 100, die ersten 100, es geht immer weiter. Ist einfach so wichtig. Da kommt noch viel mehr. Und falls du jetzt denkst, bla bla bla, die reden ja nur. Nein, weil wenn ich auf die Uhr gucke, die ich nicht habe, dann steht halt der 24.12. auf dem Plan. Wir haben es kurz nach Mittag. Und wir haben jetzt gerade hier überall Stopp gedrückt und gesagt, bei YouTube stehen die 100. So, das sind die Leute, die Personen, unsere Abonnenten, die uns das ganze Jahr gepusht haben mit unserem Videothema hier mit YouTube und so weiter, Hula Hoop Fitness, weiterzukommen. Und da haben wir jetzt beide gesagt, wir drücken jetzt hier mal ein, zwei Stunden auf die Stopptaste. Dieses Danke-Video ist das nächste Video, was rausgeht. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal runtergehen auf 95 Abonnenten, dann ist mir das auch vollkommen egal, weil das geht wieder über die 100. Ja. Aber das Video mussten wir jetzt machen. Das mussten wir definitiv machen. Ja. Einfach nur ein Danke-Video, nicht mehr und nicht weniger, mal ganz was anderes. Aber da waren wir uns beide sofort einig gewesen. Ja, also wie Stefan sagte, heute ist der 24. Also
frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an der Stelle, genau. Können wir halt sagen, ja. Du siehst das Video ein paar Tage später, aber ja. Was haben wir heute gemacht? Ne? Wir haben heute Sport gemacht, wir haben schönen Mittag gegessen, wie sagt man auf Deutsch, die Bescherung? Bescherung, ne? Genau. Die Bescherung kommt auch noch dann, also ja. Ich bin verrückt nach Geschenke und trotzdem wollte ich zuerst das Video für dich drehen. Ich habe mir gerade Video hier Zeit genommen, um dieses Danke-Video zu machen. Und ich denke gar nicht an die Geschenke. Ja. Hätte das vor 15 Jahren auch so geklappt? Nee, das hätte nicht geklappt. Ich konnte gar nicht schlafen vor lauter Aufregung. Aber jetzt, das gibt mir so sehr, das gibt mir halt so viel, dieses Projekt, dieses Josophie, dieses Video machen, dass irgendwas Materielles, was zu kaufen, ist immer geil. Aber dieses Gefühl, was ich gerade habe, ist halt unbezahlbar. Und dieses Gefühl, was ich dann am Sonntag haben werde, wenn das Video hochgeht, ist auch unbezahlbar. Ja. Und ich höre gerade so ein bisschen in mich rein, einfach mal im Video währenddessen wir sitzen und das alles drehen. Und ich merke halt genauso, wie wichtig mir das ist. Also wenn ich jetzt an materielle Geschenke zu Weihnachten denke, nichts könnte mir so wichtig sein, wie die erreichten Sachen halt mit unserem noch kleinen YouTube-Josephine-Kanal. Aber wir haben eben viele Pläne und da kommt das nächste Jahr und da machen wir weiter. Da kommen weitere richtig, richtig coole, tolle Videos. Wir werden neue Sachen ausprobieren, auch mal hier und da. Bisschen mehr auf Twitch, muss man immer gucken, wie es zeitlich passt. YouTube, wie gehabt, Mittwoch und Sonntag gehen die Dinger online. Ja. Und wenn du neu dabei bist, müssen wir jetzt am Ende aber sagen, ich bin Josu. Wenn du neu bei unserem Channel bist. Er ist Stefan, wir sind ein Paar und wir machen zusammen dein Leben, unser Leben einfach leichter. Dieses Kanal heißt Josufit, aber es geht nicht immer nur um Sport, sondern es geht auch fit zu sein innerlich, in deinem Kopf. Ja, ne? Ja. Dass du einfach glücklich bist, dass du einfach dir den Tag genießt, dass du halt die Kleinigkeiten genießt, dass du lachst und ein Lächeln ins Gesicht hast, nur weil du Hula Hoop gemacht hast. Das hättest du davor gar nicht gewusst und wir haben dir gezeigt, Hula Hoop macht dich einfach glücklich. Der gibt dir. Du kannst gar keine schlechte Laune haben, wenn du Hula Hoop machst. Aber jetzt im Anschluss können wir doch eigentlich noch 5 Minuten, oder? Wir machen das nochmal professionell. Ich sag, ich bin, und dann sagst du Stefan, und dann sagst du, und ich bin, und dann sag ich Josu. Wir probieren das mal. Ich bin Stefan, ich bin Josu. Und gemeinsam sind wir Josephine! Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das müssen wir rausschneiden. Aber ganz ehrlich, wer wollte das nicht auch schon mal machen? Das wollte doch jeder schon mal machen, oder? Das ist so wie Cheerleaders oder so, ne, in der Schule. Also, oh Gott, das war lustig. Ladies and Gentlemen, okay, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich denke, das Danke ist rauskommen von Herzen. Also danke, dass du da warst. Ja. Natürlich, wie immer gehört es am Ende dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gern ein Gefällt mir da und ein Daumen nach oben, Abo. Du kannst super gerne dieses Kanal abonnieren. Du kannst immer was schreiben. Du kannst uns Vorschläge schreiben. Du kannst mit uns dein Wissen einfach auch. Du kannst alles in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns immer riesig. Also, frohe Weihnachten. Ein wunderschönes Sonntag wünschen wir dir. Vergiss mal nicht, spazieren zu gehen. Vergiss mal nicht, einfach ein paar Minuten den Hula-Hoop zu machen, das ist einfach geil. Also, schöne besinnliche Tage. Komm auch mal zur Ruhe, in dich reinhören und danke, dass du dabei gewesen bist. Wir sehen uns definitiv in den nächsten Tagen in einem unserer neuesten Videos wieder und wie gesagt, dieses Video einfach nur ein ganz großes Dankeschön an dich. Ja. Tschüss.